So, und damit geht's weiter mit Metro Exodus. Ja, genau. Wir wollen zum Hafen. Ich sollte da nicht runterspringen. Aber wir wollen zum Hafen und der Kompass zeigt immer in die richtige Richtung. Was heißt in die richtige Richtung? Dass wir jetzt dahin müssen oder was? Nee, die rote Markierung sagt geradeaus. Ja, okay, das ergibt Sinn. Wir wollen in Richtung des Krans. Beziehungsweise wir wollen zum Hafen, aber das ist halt in der Richtung des Krans. Oh nein. So ein mieser Krimp wieder. Nicht Krimp, Schrimp. Ja, ich glaube, gegen den muss man jetzt nicht unbedingt kämpfen. Oh, vielleicht. Wir werden uns aber trotzdem nochmal mit den Schrimps anlegen. Irgendwie habe ich so die Vermutung, dass das passieren wird. Ah ja, aber ein Land hierher zu laufen, ist jetzt gerade, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Dafür laufen da ein paar viele Mutanten rum. Vor allem sehen das auch, sehen die aus, als wären die auch ein bisschen was stärker. Ja, wobei die Schrimps sind jetzt auch nicht so die beste Art von Begleitung. Oh nein, warum hat er aufzuschwimmen? Ist das so lustige Eisschollen? Oder schon mal ein neues Schiff? Nee. Ach, die beschießen mich. Was ist denn mit euch? Ja, ich glaube, wir gehen hier mal. Dein Ernst. Da will man das Wildlife einfach mal in Ruhe lassen und dann kommt das Wildlife und beschießt einen mit Säure. Oh ne, jetzt kommt der Dicke. Ach, die treffen mich dadurch. Hallo? Ach, das sind zwei. Ja, dann sollte ich vielleicht einfach mal hier hochlaufen. Hoffen, dass sie mich jetzt nicht mehr treffen. Jetzt haben sie aufgehört. Ja, das wird ein Heidenspaß. Seit wann regnet es eigentlich? Ich dachte jetzt gerade erst, dass er das Boot mitgenommen hat. Ah, nee, komm, wir testen jetzt mal die Druckluftwaffe. Doch gerade irgendwas gehört. Na. Nein. Ja, machen wir ein bisschen mehr Druck drauf. Kann ich schaden. Werden wir nämlich gleich eh brauchen. Schätze ich mal. Natürlich jetzt immer die Sache, es ist immer ein Rennen gegen die Zeit, wenn man dann aufgeladen hat. Ne? Wie ein Irrer, Mensch. Ja, auch wieder Schächelein, der Typ. Jetzt habe ich gerade so schön die Waffe aufgepumpt. So. Wie viel Munition habe ich dafür eigentlich jetzt noch? 9 Schuss. Eine Mutantenhöhle. Bestes Leben. Ah, ich habe Crest gefunden. Oh, Blut.
Nice. Ja, dann laden wir doch nochmal auf. Er flippt erstmal um die 180 Grad. Ja. Okay, die Waffe ist, glaube ich, ausbaufähig. Gut, machen wir das doch so. Warum kriege ich davon Schaden, wenn der sich da auf dem Boden windet? Ja, warte mal, ich bin auch gar nicht hierher gelaufen. Und warum sollte ich jetzt das Feuerzeug verwenden? Ach, wegen den Spinnenweben, okay. Ja, gut. Ja, gut. So. Ah, ich glaube aber, es ist, lohnt sich irgendwie nicht so wirklich, die Waffe einzusetzen. Die frisst halt echt ohne Ende Munition, finde ich. Und die macht kaum Schaden, selbst wenn man die ordentlich aufpumpt. So. Nein, hier ist nichts weiter. Kein Loot. Vielleicht kommt wieder irgendeine Spinne von oben an. Nein, das ist nicht Crest. Hoffentlich. Hallo Telefon. Oh, eine Spinne. Loot. So, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Wo ist denn der Typ jetzt wohl hin? Ich vermute mal eher irgendwo hier. Der wird doch hier bestimmt irgendwo in so einem Container sitzen oder keine Ahnung. Na, da sollte ich nicht runter. Ich könnte auch hier in der Ruine sitzen. Da habe ich doch gerade was gesehen, oder? Vielleicht war es auch nur Wasser. Ne, es war wahrscheinlich nur Wasser. Ja. Warum hat sich die Musik gerade ganz leise geändert? Von wo kommen die Stimme jetzt? Der ist vielleicht da oben. Ach, da oben. Guten Tag. Ja, das... Oh. Okay. Vielleicht war die Waffe doch gar nicht so schlecht. Die Mutanten halten einfach nur verdammt schön aus. Ernsthaft? Die bewerfen doch einen Stein? Oh, Leute. Ich hätte das... Na, egal. Ich überlege, ob es so klug war, was ich gemacht habe, aber... Was ist ein Hit und Run hier? Können wir noch... Oh, wir haben keine Munition und keinen Druckwurf mehr. Ein bisschen Raum gut machen und offensiv nach vorne laufen. Oh, ich muss die Waffe reparieren. Ich glaube, ich laufe mal lieber vorwärts. Ach komm, guck mal, wie gut, dass ich zufällig die Leiter gefunden habe. Aua. Jetzt kommt's gleich. Ich könnte die Leiter auch nutzen. Ach nee, macht wahrscheinlich keinen Sinn, jetzt darauf zu schießen. Oh, das ist wackelig. Jetzt lasse ich wahrscheinlich ohne Ende guten Looter unten liegen. Ja, das kann ich jetzt aber gerade auch nicht ändern. Ja, okay, wobei die Pilze sind, glaube ich, der Hauptpunkt. Ja. Den ich da unten liegen lassen. Die kann
kann ich davon nicht looten. Was soll ich mich denn festhalten? Ah, das hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht machen sollen, aber... Ja, kann ich das jetzt triggern, oder? Wie sieht's aus? Ja, das ist jetzt hier nicht so nice. Ach, komm. Ah. Ah. Okay. Komm hier hoch! Ja, ich bin auch auf dem Weg, Mensch. Wahrscheinlich ist eh und Mutter hinter mir her, aber gut. Du bist nicht schlecht, Bruder. Das war irre. Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid, es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt... Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Ja, mal so ein paar Pfeile herstellen kann ich schaden. Also ein paar Objektile. So. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Ihr Zarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Sehr gut, wenn man das aus dem Weg weiter freut. Rechts siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Na gut. Es gibt noch eine Leiter. Aber wahrscheinlich wohnt er einfach nur auf dem Kran. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist. Fühl dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schüchtern. Gut. Oh, ein paar Molotow-Cocktails? Okay. Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist.
Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. Ach so, man kann das Radio ausmachen. Ah. Gut, Werkbank. Ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft. Okay, also wir haben noch zwei Medipacks. Das hier. Ja, noch ein Filter herstellen lohnt sich, glaube ich, nicht. Hm, ja, doch. Ein paar Medipacks sind sicherlich nicht verkehrt. Ja, Filter haben wir eigentlich genug. Ah, okay, jetzt haben wir genug. Mit so einem Sturmgewehr. Warum ist dein Ausrufezeichen da? Ich wette, die würden glauben, dass der jüngste Tag gekommen ist. Und gerade noch rechtzeitig. Weiß man nicht. Okay. Köder. Von ihnen hast du nichts zu befürchten. Okay, lohnt sich nicht so wirklich, das zu zerlegen. Eine Handgranate. Boah, da habe ich auch fast gar nichts mehr, wenn ich die baue. Ah, okay. Gut. Einigung der Waffen. Okay. Die Schweinehunde sind schlau. Sie werfen Steine. Vielleicht der Griff. Das tut höllisch weh. Aber Menschen sind immer schlimmer. Neulich kam ein. Die große Zieloptik. Ja, wer kennt sie nicht? Aber das kann ich dann noch nicht nutzen. Nee, Geräte weniger Probleme. Hm, na gut. Ja, wir reinigen die mal. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Ach, die Reinigungsfristen standen da. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Die Dorfbewohner sagen, dass Leute vermisst wurden, als die Maschinen. Ja, macht das gar keinen Unterschied? Sind angeln gegangen oder so. Hm, interessant. Na gut. Tja, ich könnte ewig weiterreden, aber euer Anführer will ja, dass etwas erledigt wird. Mach einfach weiter. Ich suche hier okay, ist noch sauber. Wir treffen uns dann am Zug. Okay. Ja, da muss man nichts reinigen. Standarddruckluftsystem. Naja gut. Atemschutzmaske reparieren. Ja, haben wir nicht. Spartanerhelm. Elektrische Ausrüstung. Okay. Cargo-Weste. Armschutz. Könnt den Kompass da dran bauen. Ja, okay. Gut. Ah, das ist natürlich praktisch. Na, das gefällt mir so. Sehr gut. Okay, ich glaube, dann gehen wir mal wieder zurück zum Zug. Oder? Muss mal kurz auf die Karte gucken. Was jetzt gerade mein Objective ist. Achso, ja, Kira zur Zug steht ja oben drüber. Hä? Kann ich hier nicht hin oder was? Wahrscheinlich hätte ich da jetzt auch irgendwo runterlaufen können. Ist nur nicht gesehen. Ich habe ja gerade auch nicht aufgepasst, wo er hingelaufen ist. Ah, okay. Ah, oh, er ist noch gar nicht gegangen. Nach unten. Einfach einklinken und gut. Los geht's. YOLO 100. Halt so spektakulär, wie es das tatsächlich in der Realität wäre. Ah, wenn man F gedrückt hält, da war der dieser Handgenerator.
Ja. Hab ich ganz vergessen, dass es das hier gab. Nein, jetzt hängt hier fest. Mensch. So. Gibt's hier nicht noch irgendwo was zu melden? Bitte melden! Anna ist weg! Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Gerade sagen, woher soll ich das denn jetzt wissen, wenn sie gerade wieder abhaut? Die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Ach ja. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin! Reißt euch zusammen! Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus! Gut, dann gucken wir doch mal, was sie da jetzt macht. Was ist das? Oh nein. Als ich den gesehen habe, wollte ich die Tür vielleicht doch nicht mehr aufmachen. Ja. Das ist bestimmt gesund, was da gerade rauskommt. Habe ich jetzt einen Stein mit dem Schuss gedodged? Not bad. Nein. Ah. Schade, die hätte ich nutzen können, wenn sie nicht geplatzt wären. Glaube ich. Oh, okay, sie platzen und dann ist vorbei. Neue Notiz. Verblasste Notiz. Daria, du hattest recht. Das ist schön. Sie wachsen wirklich ungewöhnlich schnell. Ich habe mittlerweile 2 aus dem Wurf vom letzten Jahr wiedererkannt, die mittlerweile ausgewachsen sind. Das ist erstaunlich. Pack das Aufnahmegerät und die Batterien ein. Wir schlagen hier die Zelte auf. Das ist eine perfekte Stelle für Beobachtungen. Übrigens, wo du schon mal dabei bist, gib Michael eine Tollwutimpfung. Er wurde gebissen. Besteht darauf, dass es nichts Ernstes ist, aber um sicher zu gehen, ich konnte ihm zum Glück dazu bringen, dich und die Ausrüstung zu holen. Ich warte hier auf euch. Was war das? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ich glaube, die Maske brauche ich nicht mehr. So, die hätte ich wahrscheinlich gerade sowieso nicht wirklich gebraucht. Oh ja. Das hört sich nach Spaß an. Okay, da ist schon mal der Wal. Jetzt ist aber die Frage, wo ist mein Boot? Kann ich das Boot überhaupt nehmen? Bringt mir das Boot überhaupt was? Ja, Fragen über Fragen. Es könnte nämlich auch gut sein, dass mir das Boot gar nichts bringt. Einfach weil ich da vielleicht gar nicht hinkomme oder weil die Mutanten sowieso da drauf, also mich beschießen werden. Okay. Der erste Treffer war gar nicht so schlecht. Ja, aber auf die Distanz ist die Luftpumpe wahrscheinlich. Naja. Sagen wir nicht mal so effektiv. Aber jetzt hier immer nachzupumpen ist natürlich auch ein bisschen nervig. Oh, oh, der ist glaube ich ein größerer. Nein. Nein, 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 nein. Hol die Waffe raus. Oh, der hält aber auch wieder so ähnlich viel aus. Oder die Waffe ist halt einfach das totale Spielzeug. Kann auch sein. Ich liebe einfach das totale Spielzeug, so wie der Revolver die alle abzieht. Ja. Wie kann das denn so ein ranziges Sturmgewehr sein? Ist es überhaupt klug, was ich hier mache? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Na, da ist er.
Okay, da ist einer. Hat er mich entdeckt? Keine Ahnung, meine Beleuchtungsanzeige leuchtet die ganze Zeit, obwohl ich die Taschenlampe nicht anhatte. Und es ist eigentlich egal, ob ich sie anhabe oder nicht. Na, verdammt, verfehlt. Einmal in Bewegung ist vorbei. Ja. Ja, ich muss in die Richtung. Verdammt, ich glaube, ich muss zurück zum Boot. Nice. Wo war das Boot denn? Naja, so viele Wege habe ich ja nicht. Es ist die Frage, ob ich da noch hinkomme, aber wahrscheinlich muss ich eh zum Boot. Das ist einfach der Weg der Erkenntnis, den man hier dann gehen muss. Sozusagen. Oh ja, da ist auf jeden Fall dieser tolle große Wal. Ich glaube... Ja, okay, hier war eigentlich mein Boot. Nein, das ist immer noch mein Boot da. Nice. Aber es sind hier zwei Boote. Ich nehme vielleicht das... Ja, es ist wahrscheinlich egal. Es ist, glaube ich, zweimal das exakt gleiche Boot. Nein. Ja, es ist das exakt gleiche Boot, nur dass ich es geschafft habe, mit meinem ersten Boot das zweite Boot so zu blockieren, dass es... Ja, erstmal ein riesiger Spaß wird, hier rauszukommen. Jetzt paddel bitte so, dass ich nach rechts fahren kann. Los! Oh, Leute. Ja. Jetzt gibt's aber hier was auf die 12. Ich hab fast keine Munition mehr. Sag mal, Leute. Lasst mich paddeln. Ja, paddeln, 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 paddeln. Oh, nee. Diese Viecher gehen mir auf den Zeiger. Das ist ja unfassbar. Na, da kommt der nächste an. Der mich aber irgendwie nur so halb erwischt hat. Ja, von wo muss ich... Wo muss ich jetzt hin? Ah, glaube nach rechts. Normalerweise sehe ich meinen... Kompass ja gerade nicht, den ich mir gerade schön an die Hand gehauen habe. Aber da bin ich gerade hergelaufen, also muss ich, glaube ich, schon in die Richtung. Können wir auf Schnellpaddeln? Schnellpaddeln wäre jetzt gut. Ach, lasst mich in Ruhe. Ich wollte euch nichts tun. Ihr habt damit angefangen. Ja, toll. Das Handgelenk ist nach unten gedreht, deswegen sehe ich das nicht. Was ist das denn hier? Ach, das ist, glaube ich, der Beobachtungsturm, kann das sein? Hier ist keine Markierung. Ah, da kommt jetzt eh gleich wieder aufs Boot gesprungen. Oder? Nein. Vielleicht auch nicht. Warte, ich muss mal kurz aufhören zu paddeln und gucken, in welche Richtung ich muss. Okay, ich bin richtig gepaddelt. Cool. Nee, jetzt ist das Problem, wenn du einmal stehen bleibst, dann erwischen sie sich direkt wieder mit ihrem Gift. Warum nebelt das da so? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich plansche einfach weiter. Hm, hier ist ein neues Boot. Warum ist das hier... Also was hat das mit dem Icon auf sich? Bin ich hier richtig oder was? Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Hallo? Ach, ich habe ja eine von seinen Basen gefunden. Das sieht aus wie eine Schrotflinte. Hm. Ruhe dich aus, um eine andere Tageszeit abzuwarten.
Ja, okay, also bin ich hier richtig oder was? Lol. Ist die Frage, ob das jetzt so klug ist, aber gut. Ja, was ist das denn für ein... Was soll das für ein Icon sein? Ach, was trinken. Mhm. Darf man mal eine Runde. Bester Zeitpunkt. Ah, es ist wieder Tag. Ein nerviger Klingelton. Ob ich nicht noch ein bisschen Munition herstellen kann. Und vielleicht kann ich auch die Waffe nochmal sauber machen. Dein Ernst? Die ist echt schon wieder so siffig. Und dann ist die trotzdem so ineffizient, also so unzuverlässig. Cool. Cool Story, Bro. ja. Einmal noch Packung hiervon. Ja, das bringt mir, glaube ich, gerade nichts, weil ich keine passende Waffe dafür habe. Als auf die Schrotflinte umzustellen, ist halt auch ein YOLO-Move sondergleichen, ne? Naja, dann muss das jetzt so passen. Aber... Moment. Ja, finde Anna ist der Task. Okay, gut. Ah, okay, das ist das eine, also das Safehouse da unten, das war das beim Kram. Jetzt bin ich halt zu dem nächsten Safehouse von ihm. Okay, dann müssen wir mal gucken, welche Richtung. Wir müssen da Richtung Strom, oder das, Richtung des Elektroturms. Ich glaube aber, wir machen hier mal einen Cut für heute. Und dann bis zum nächsten Mal.